Bei Eckpunkt 10 geht es um Anwaltsnotare, ein sehr spannendes Gebiet. Ich lese erstmal Eckpunkt 10 vor und dann darf ich wie immer ein paar Bemerkungen dazu machen. Eckpunkt 10. Es soll geprüft werden, ob und gegebenenfalls in welchem Umfang § 9 Absatz 2 BNO dahingehend geändert werden kann, dass auch Anwaltsnotarinnen und Notare interprofessionell mit Angehörigen vereinbarer Berufe zusammenarbeiten können. Hierbei muss die Zusammenarbeit in jedem Fall mit der Stellung als Trägerin oder Träger eines öffentlichen Amtes vereinbar sein. Der Grundsatz, dass das Notaramt nicht Teil der Berufsausübungsgesellschaft ist, bleibt unberührt. Das ist im Grunde eine Folgeregelung, zu der in Eckpunkt 9, wenn nämlich Anwälte sich mit vereinbaren Berufen zusammenschließen dürfen, und in einigen Ländern haben wir ja das Anwaltsnotariat, dann stellt sich die Frage, müssen die Anwaltsnotare jetzt raus oder dürfen die eben auch? Die einzig konsequente, normale, vernünftige Lösung ist, es auch für Anwaltsnotare zu erweitern. Anders kann ich mir das ehrlich gesagt kaum vorstellen und es gibt auch keine Gründe, warum es anders sein sollte. Die Vorschrift hier, der Vorschlag in Eckpunkt 10, betont, dass Notare als Träger des öffentlichen Amtes doch irgendwie sowieso nicht so richtig sozietätsfähig seien. Das ist reine Theorie. Allein das OLG Celle hatte mal vertreten, dass Notare auch nicht im Innenverhältnis von Sozietäten eingebracht werden könnten, sondern das müsse alles ganz sauber getrennt werden und die müssten ihre eigenen Einnahmen haben und so weiter. Aber auch das OLG Celle ist inzwischen über diese Rechtsprechung hinweg und es gibt eine einhellige Meinung und Handhabung. In Anwaltsnotarländern darf der gesamte Bereich des Notariats im Innenverhältnis in die Sozietät eingebracht werden. Man betont das Amt, aber natürlich haben die Anwaltsnotare so eine Zwitterstellung. Sie sind einerseits Unternehmer, sie beschäftigen Personal, sie wollen unternehmerisch erfolgreich am Markt tätig sein, sie unterbreiten Dienstleistungsangebote. Andererseits betont man den öffentlichen, im Grunde den Behördencharakter. Das ist ein schwer auszuhaltender Spagat. Und es gab ein paar Urteile in letzter Zeit, wo der BGH strafrechtlich dazwischen geschlagen hat, als Notare Preisverhandlungen gemacht haben, die gegen das Berufsrecht der Notare verstoßen haben. Ist das wirklich strafwürdig, wenn ein Notar, der doch gleichzeitig auch Unternehmer ist, auch über Preise spricht? Das ist eine Frage, die dieser Eckpunkt nicht löst. Er knüpft ja ganz bewusst an die bisherige Regelung an. Aber das ist eine Frage, die weiter auf der Tagesordnung bleibt. Wo geht das Anwaltsnotariat hin? Wie vollziehen wir im Grunde die Entwicklung zum Unternehmertum da ein Stück weit nach?